dann schauen wir mal, ob unser nächster Sprecher auch schon greifbar ist. Angekündigt war an der Stelle Ralf Klinkenberg. Ralf Klinkenberg hat mir schon vorher gesagt, er kommt mit seinem Kollegen David Anu. Beide sind von RapidMiner. Ralf Klinkenberg konnte dann heute doch überraschenderweise nicht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Also kommt zu uns David Anu, Senior Data Scientist von RapidMiner, studiert in Dortmund, mit RapidMiner, soweit ich weiß, auch in Dortmund geblieben. Und ich hoffe, wir haben ihn jetzt mit dem Vortrag. Da ist er. Ja, hallo. Genau. Ich bin hier. Willkommen. Es hat geklappt. Ich hoffe, das Screensharing funktioniert auch gleich. Also ich habe mein... Oh ja. Ah, wunderbar. Alles hervorragend. Prima. Ja. Vielen Dank für die Ankündigung und auch nochmal Entschuldigung von Seiten von Ralf Klinkenberg. Gab halt leider eine Tücke und er konnte jetzt heute nicht den Vortrag übernehmen, aber ich denke, ich führe sie auch ganz gut durch das Programm. Unser Vortrag, die Idee dahinter war halt Datengenerierung, Anwendung von maschinellem Lernen und KI in der Industrie. Das heißt, zum einen können wir eigentlich ganz gut als RapidMiner, als eine der führenden KI-Plattformen, ein bisschen den Plattform- und Softwaregedanken aufgreifen. Und andererseits durch zahlreiche Industrieprojekte, auch zum Beispiel im IEP-Ecosphere-Projekt, auch ein bisschen so einen Anwendungsblickwinkel mitbieten. Und genau so teile ich jetzt auch den ist der Vortrag aufgeteilt, zum einen so ein bisschen den Überblick über, wie ordnet sich KI als Plattform, als Softwarelösung in diesem ganzen Komplex ein. Und dann, ich hoffe, ein paar spannende Beispiele aus Industrie und Anwendung. Und wie man ja schon gesagt hatte, RapidMiner, Dortmunder Unternehmen, ich auch aus Dortmund, man sieht es vielleicht ein bisschen mal im Hintergrund, wenn man es erkennen kann, auch ja, Dortmund ist eigentlich ein Paradebeispiel, Wandel von Bier, Kohle und Stahl hin auch zu einer Industriestadt und einem führenden KI-Standort. Und zumindest zwei der drei Beispiele werde ich auch im Vortrag aufgreifen. Fußball ist auch wichtig. Leider haben wir noch kein Projekt mit dem BVB, aber vielleicht kommt das ja auch noch. Genau. Also, ein bisschen unser Motto von RapidMiner ist Reinvent Enterprise AI so that anyone has the power to positively shape the future. Und das sind eigentlich genau die Kernpunkte, die hier relevant sind, die wir auch in den vorherigen Vorträgen schon gesehen hatten. Also zum einen, KI ist sehr, sehr nützlich. Allerdings gerade im Unternehmenseinsatz ist es teilweise schwierig, sie wirklich erfolgsversprechend umzusetzen. Also es gibt jede Menge Hürden. Die Software ist kompliziert teilweise. Die Datenlage ist schwierig. Der genaue Business Value zu ermitteln ist schwierig und naja, das sind halt alles so Knackpunkte, an denen man arbeiten muss und kann. Das andere ist, naja, wen will man eigentlich adressieren? Und wir sehen es ja auch an vielen Stellen, naja, KI ist halt nicht mehr die Lösung, die sie vielleicht vor 20 oder 30 Jahren war. Das, was sich einige Experten an den Universitäten da mit besonders spannenden Algorithmen herumgeschlagen haben, sondern es ist jetzt halt überall. Wir haben also intelligente Sprachsysteme, wir haben Fahrassistenten. Die KI erkennt auf dem Handy sofort, wenn wir ein Foto machen, ist das ein Lebensmittel oder ist das eine Person? Also wir haben es eigentlich schon an vielen Stellen, ist KI schon in unserem Alltag, nur so richtig meistern können es halt noch nicht viele. Und gerade im Industriebereich steckt sehr viel Domänen- und Expertenwissen drin, aber das sind nicht die klassischen Data Scientists. Und da die Brücke zu schlagen, finde ich sehr wichtig. Ja, und zuletzt eigentlich, naja, wir wollen damit ja auch was bewirken. Es geht ja nicht nur darum, dass wir mehr Geld machen oder dass die Unternehmen mehr Geld machen, sondern man möchte ja irgendeinen positiven Impact haben. Was nützt mir eine KI, wenn sie eine schöne Vorhersage macht, aber das halt keinerlei, weder Business-Impact hat, noch eigentlich auch, und da wollen wir ja eigentlich auch gerne hin, vielleicht uns als Gesellschaft weiterzubringen. Sei es dadurch, dass das Leben einfacher wird, dass die Industrie effizienter wird und Energie und CO2 spart. Das sind alles Punkte, die wir damit bewirken können. Wie sehen wir das so ein bisschen? Also wo positionieren wir uns? Und naja, wir sagen halt, okay, wir sind halt eine Ende-zu-Ende Data Science Plattform. Und wir versuchen halt auch wirklich an vielen Stellen alle Teamplayer, weil es ist also Data Science, KI ist ein Teamsport, da sind ganz viele Aspekte dabei. Und wir wollen auch gerne versuchen, alle Leute, alle Personen in einem Team da mit aufzugreifen.
Das geht halt vom Data Engineer, also der halt auch eigentlich auf dem Software Engineering halt schon kommt, also der halt die Datenanbindungen braucht, die Datenbanken, Data Lake, die Cloud-Anbindung, mit den Daten zu arbeiten. Wir haben halt dann auch eigentlich den Business Analyst, der halt eigentlich viel in diesen Zahlen drin ist, steckt, also der oder diejenige schon damit gewohnt ist, Daten zu interpretieren, aber halt KI nicht unbedingt so das klassische Tool der Wahl ist. Und ganz wichtig dann natürlich ist der Domänenexperte, gerade im Industriebereich, da steckt sehr, sehr, sehr viel Know-how dahinter. Das sind aber auch Menschen, die nicht zwingenderweise halt einen Informatik-Hintergrund haben, einen Statistik-Hintergrund haben, aber halt trotzdem auch diese Lösung anwenden wollen. Und dann haben wir natürlich ganz klar den Data Scientist, der halt diese Methoden versteht, der die Algorithmen kennt, der die Tücken des Systems oder der Anwendungen kennt und in der Lage ist, halt hier einen Mehrwert zu generieren. Ja, und eigentlich ganz wichtig, das darf man niemals vergessen, wir brauchen auch die Leute im C-Level. Wir müssen die Entscheider mit an Bord bringen, weil die müssen am Ende abnicken. Für die entsteht der Mehrwert. Und ich denke, viele von uns haben es auch schon mal erlebt, wenn man eine Lösung oder ein Problem seinem Chef nicht erklären kann oder seiner Chefin nicht erklären kann, dann kann die Lösung noch so gut sein, dann scheitert das ganze Projekt einfach. Und wir versuchen halt genau hier auch an verschiedenen Stellen aufzugreifen mit verschiedenen Teillösungen. Also wir haben ein klassisches Rapid Miner Studio, das ist ein Workflow-Designer, der sehr viel Tiefe abbildet, aber auch gleichzeitig leicht zu bedienen ist. Wir haben eine Cloud-Lösung für AutoML, also um einfach schnell Prozesse generieren zu können und schnell Lösungen generieren zu können. Der AI Hub als Server ist die kollaborative Plattform, mit der wir alle Leute zusammenbringen und alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich dann halt gemeinsam auf einer einzelnen Plattform wiederfinden. Und dann natürlich halt das Deployment ist halt ganz wichtig, weil die besten Modelle nützen halt nichts, wenn sie halt nicht im Live-Betrieb irgendwann mal aktiviert werden. Wie sehen wir dann so verschiedene Sichtweisen auf Data Science? Und naja, wir hatten jetzt halt ein bisschen darüber gesprochen und am Anfang, sagen wir mal so, der Anfangsstartpunkt Data Science 1.0, man schreibt Code. Das kann Python-Code sein, das kann Java-Code sein, das kann etwa eine höhere Sprache sein, die ein bisschen weiter abstrahiert, aber im Grunde ist es halt genau das. Und da sind wir dann auch von der Seite vom Software-Engineering, stehen wir da auf den gleichen Herausforderungen wie beim Software-Engineering. Also man ist sehr flexibel, man kann eigentlich alles damit lösen, es ist aber halt nicht für jedermann. Also nicht jeder beherrscht Programmiersprachen. Viele Leute sind dann auch vielleicht abgeschreckt, wenn man ihnen halt so ein paar Zeilen Code hin präsentiert und sagt, das ist die Lösung für unser Problem. Das, wo wir mit angefangen hatten, wo wir eigentlich unsere Vision auch bei RapidMiner hatten, und hier kann nicht ganz falsch gewesen sein, weil es jetzt nicht andere Tools auf dem Markt gibt, die das auch abbilden, ist halt so ein Prozessdesigner, also ein Workflow-Designer. Also man verbindet Operatoren, man kapselt einzelne Lösungen und hat damit einen visuellen Prozess, der das Ganze abbildet mit verschiedenen Komponenten, Datenaufbereitung, ETL-Prozesse, Machine Learning und dann auch halt das Deployment. Und das ist eigentlich eine sehr angenehme Sache. Es ist sehr flexibel. Man kann halt auch sehr schnell Sachen definieren, wenn man das gewohnt ist. Und es verbirgt ein bisschen die Komplexität. Also ich habe das oft genug auch in Projekten gehabt, schon mit Ingenieuren, Elektrotechnikern gesprochen hat. Und wenn man den Code zeigt, dann sind die immer ein bisschen abgeschreckt. Aber sowas, das ist ein Ablaufdiagramm, da passieren einzelne Schritte, das verstehen sie sehr schnell. Und da sehen sie auch sehr schnell wieder ihre Industrieprozesse darin abgebildet. Also da kommen die Daten von der Maschine, da wird dann halt ein Tiefpassfilter oder etwas angewendet und dann gibt es einen Regelkreis, der am Ende ein Ergebnis liefert. Das ist halt eine Sichtweise, die auch für Menschen aus der Industrie sehr gut nachvollziehbar ist. Und momentan der Schritt, noch einen Schritt weiter, ist halt ein bisschen das Ganze noch weiter automatisieren. Viele Prozesse sind Standard-Use-Cases, die kann man sie einfach abbilden. Wir können vieles, wie gesagt, ich denke auch, um den Vorgängervortrag aufzugreifen, ich denke auch nicht, es wird die eine komplett automatisierte Lösung geben, die uns allen die Arbeit erleichtert, abnimmt, aber sie kann uns die Arbeit erleichtern. Wir können schauen, gibt es erste Methoden, gibt es automatisierte Schritte, die meine Daten aufbereiten, die Modelle erstellen, die schon sehr gut funktionieren. Und das ist natürlich auch sehr einfach. Und das ist eigentlich der große Vorteil. Also welche Use Cases kann ich damit abdecken? Und ob es jetzt 80%, 70% sind, das ist ein bisschen variabel.
Aber wenn ich einfache Use Cases damit abdecken kann, dann bin ich schon mal sehr weit. Und also zum Beispiel, ich persönlich gehe halt eigentlich genau auch auf die Schritte, wenn ich in einem Projekt arbeite, ich gehe dann auch die Schritte eigentlich genau wieder von Data Science 3.0 zur Quelle zurück. Ich fange an, mit einem automatisierten Prozess zu schauen, wie gut bin ich überhaupt? Habe ich eine Chance, mit einem Modell was zu lernen? Ist es vielleicht was, was ich gut erschlagen kann? Sehe dann vielleicht auch schon, wo es hakt. Versuche dann vielleicht mit meinen Prozessen, die Prozesse nochmal genauer fein zu tunen mit der eigenen Erfahrung. Und wenn alle Stricke reißen oder es dann halt feststellt, okay, das ist wirklich was Spezielles, dann geht man den einen Schritt zurück und programmiert etwas selber. Und das ist zum Beispiel auch bei RapidMiner einer der Vorteile, wir können halt eigene Operatoren sehr schnell schreiben und damit dann zum Beispiel eigene Algorithmen einbinden. Wir können sehr einfach Python-Code einbinden. Das heißt, wenn ich einen Data Scientist habe oder einen Programmierer, der mir bestimmte Lösungen halt explizit für dieses Problem generieren kann, kann ich mir die dann wieder einbinden und in diesem visuellen Workflow mit benutzen. Dann geht man mal wieder den Schritt zurück und kann sagen, okay, jetzt haben wir eine spezielle Lösung für unser eines Problem gefunden und können sie dann aber auch wieder generalisieren. Wie sieht das Ganze halt dann im Kompletten aus? Also die möchte ich jetzt halt nicht im Detail erklären, aber die ganzen Komponenten sind halt auch verzahnt. Also wir haben halt den Workflow Designer mit RapidMiner Studio und das Ganze lebt aber halt natürlich nicht für sich alleine. Wir haben halt dann das Deployment auch in verschiedenen Cloud-Plattformen, ist halt ein ganz großer Punkt, weil es nicht mehr jedes Unternehmen, gerade kleinere Unternehmen, wollen sich dann ein größeres Serverfarm installieren und auch gerade so Komponenten wie Docker oder Kubernetes, die halt einfach sagen können, hier auf dieser Maschine starte eine entsprechende Umgebung und da läuft alles so, wie es sein sollte. Man muss sich nicht ganz so sehr mit auf Abhängigkeiten, Treiberkonfigurationen und all diese Sachen muss man sich nicht mit rumschlagen. Das ist eigentlich dann das, wo man hin will und wo man dann ein fertiges System hat, auf dem man arbeiten kann und dann halt auch alle Schritte und alle Komponenten von der Code-Generierung über das Deployment bis zum aktiven Nutzen abdecken kann. Und das ist so ein bisschen die Idee, auf die wir hinaus wollen und wie wir sehen, wie wir denken, okay, das ist der Schritt zwischen Software Engineering, einfach Code schreiben und wie bringen wir das Ganze halt in den produktiven Einsatz. Und an dieser Stelle sieht man dann auch die verschiedenen Komplexitätsgrade. Also wenn wir ganz einfach anfangen in der deskriptiven Analyse, das ist halt eine retrospektive Beobachtung von dem, was ist passiert. Zwar früher waren das halt auch ganz klassisch so Business Intelligence Lösungen, ein Reporting. Und das steht auch relativ für sich allein. Ich muss einmal an die Daten herankommen, dann kann ich sie analysieren und im Nachfeld spucke ich einen Report aus. Das kann ein Dashboard sein, das kann oftmals noch ein ausgedruckter Bericht sein, der halt entweder abgeheftet wird oder halt dem Vorstand vorgelegt wird für die Buchhaltung, aber das steht relativ für sich alleine, weil ich muss einfach nur einmal die Daten haben, lass mein Programm laufen und habe dann halt meine Beobachtung. Interessanter ist dann halt die Frage, okay, was passiert, warum habe ich das? Also eine gewisse Erklärbarkeit dahinter, das klassische Data Mining, also aus diesen Daten irgendwelche Erkenntnisse gewinnen. Nur diese stehen ja auch erst einmal für sich alleine, also weil ich weiß zwar, dass etwas passiert ist, ich kann da vielleicht entsprechend gegensteuern, aber das ist immer noch ein manueller Prozess. Und dann der nächste Schritt eigentlich, okay, ich habe jetzt eine Vorhersagemodell, ich habe ein KI-Modell, das kann erkennen, ist es ein Apfel, ist es eine Birne, ist es ein Panda oder ein Affe, ist mein Maschinenbauteil in Ordnung oder defekt. Das heißt, hier muss ich ja eigentlich schon in der Lage sein, auf aktuelle Ergebnisse zu reagieren. Das heißt, zumindest brauche ich eine schnelle oder eine zeitnahe Datenanbindung. Und ich muss die Möglichkeit haben, an diese Vorhersage irgendwo zu melden. Das heißt, damit jemand die Möglichkeit hat, darauf zu reagieren. Und dann der nächste Schritt ist dann eigentlich die Handlungsempfehlung, das Ganze zu operationalisieren. Das heißt, dass die KI selbstständig oder zumindest teilselbstständig in der Lage ist, diesen Prozess zu steuern. Und hierfür muss ich dann natürlich auch eine entsprechend komplexe Einbindung an mein bestehendes System haben. Das heißt, da sind dann auch dann die Aspekte des DevOps, welcher Code läuft, welche Einstellungen habe ich. Ich muss es nachvollziehbar können, ich muss es nachvollziehbar gestalten, warum wurde eine entsprechende Entscheidung getroffen. Das ist wichtig fürs Auditing, aber halt auch aus
diversen anderen Gründen, Versicherung, Nachvollziehbarkeit, Fairness, also wenn wir jetzt vielleicht nicht mehr im Industriebereich sind, sondern in Bereichen, wo es persönliche Daten betrifft, ist es immer ganz wichtig, ist das System fair? Wo sind wir nicht unbewusst oder bewusst nicht korrekte Entscheidungen eingeflossen, die so hätten nicht getroffen werden können? Das heißt, hier wird dann auch die Komplexität des Deployments deutlich schwieriger und deutlich größer. Und allerdings andererseits stärkt natürlich damit auch der Wert. Nur ein Report, der mir sagt, gestern ist was schiefgelaufen, der ist ganz gut, der hilft mir, aber er ist mir nicht sehr viel wert. Wenn ich in der Lage bin, im Vorfeld schon zu verhindern, dass etwas schiefläuft, bin ich natürlich viel, viel weiter. Und wie kann so etwas ausstehen? Und jetzt wollen wir einfach mal ein paar Beispiele bei uns aus den Forschungsprojekten oder auch aus konkreten Kundenprojekten aufgreifen und mal ein bisschen sehen, okay, wo sind hier gerade im industriellen Bereich Herausforderungen und Probleme? Und naja, ganz klar, also allgemeine Herausforderung ist, wir haben ziemlich komplexe Prozessabläufe. Also gerade Industrieanlagen, Regeltechnik, Engineering, da ist sehr viel Know-how dahinter, aber es sind halt auch selten einzelne Abläufe. Also es gibt wenig Prozesse, ich schütte etwas rein, ich bekomme etwas raus. Das ist selten so einfach. Es gibt Steuerkreisläufe, da sind verschiedene Komponenten, die zusammengreifen. Und das alles zu verstehen, ist immer auch sehr, sehr wichtig und meistens auch einer der komplexesten Schritte am Anfang. Dann ganz klar, wir haben immer ein Problem, wir haben eine komplexe die Datenlage ist nie so einfach. Also wir sehen es einfach allein schon an diesem Schaubild. Naja, Industrie, das ist nicht sauber, das ist keine ideale Laborbedingung. Und da haben wir Legacy-Systeme, da haben wir verschiedenste Hersteller, die zusammenarbeiten mit verschiedenen Protokollen. Teilweise haben Unternehmen zwar sehr, sehr lange gespeicherte Daten, also Prozessdaten 5, 10 Jahre zurückgreifend, aber da ist auch nicht klar definiert, was ist da vorgefallen, was sind das für Daten, wie wurden sie aufgezeichnet, was sind fehlende Werte. Und das fängt teilweise auch bei ganz kleinen und banalen Sachen an, wie Zeitstempeln. Oder wir hatten mal ein System in der Chemieanlage, da liefen irgendwann die Daten vollkommen auseinander. Und was raus war, dass Teile der Sensoren auf UTC-Zeit liefen, das heißt, sie waren zeitzonenunabhängig. Und ein Teil hat sich die Systemzeit von einem PC genommen, der halt im Sommer auf Sommerzeit umgestellt hat und auf einmal waren die Daten waren zwei verschiedene Sensorquellen eine Stunde verschoben. Also teilweise auch wirklich ganz banale Sachen. Dann natürlich der Hinweis, es ist halt spezielles Domänenwissen. Man muss verstehen, was in diesen Prozessen passiert. Und da bin ich auch immer sehr skeptisch, wenn Kollegen und Kolleginnen von mir kommen als Data Scientist und sagen, na, wir lösen das Problem. Brauchen Sie nichts zu erzählen, wir lösen das. Es funktioniert so nicht. Also, das sind wirklich in jedem einzelnen dieser Branchen, in den einzelnen Industrien, das kann jeder von Ihnen erzählen, der auch irgendwo mal im Betrieb war, da steckt sehr, sehr viel Know-how dahinter. Und dieses Domänenwissen muss man einfach versuchen abzubilden. Das geht darum, wie laufen die Prozesse, sind da Sachen, ist das ein Zweischicht, ist das ein Dreischichtbetrieb, was sind das für Abläufe, physikalische Modelle, die dahinter sind, die halt sehr gut verstanden sind an vielen Stellen, die kann man als Data Scientist einfach nicht wissen. Also ich habe in den letzten Projekten sehr viel über Materialforschung gelernt, sehr viel über Stahl gelernt, über Lebensmittelindustrie, Brauwesen, sehen wir auch gleich ein Beispiel. Also das sind sehr viele verschiedene Sachen, die wir einfach abbilden müssen und die wir lernen müssen. Und auch hier ganz klar, wir haben halt einen Faktor Mensch dabei. Also viele Sachen, viele Handlungsempfehlungen, die ausgesprochen werden, brauchen die Akzeptanz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber halt auch alles, was theoretisch machbar ist, geht vielleicht auch nicht, weil halt Menschen involviert sind. Und das kann banale Sachen sein, wie dass halt Handlungsempfehlungen nicht angenommen werden. Also wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Das heißt, wir müssen erklärbar machen, wieso jetzt das System so reagiert, wenn es auch vielleicht gegen die eigene Erfahrung läuft. Es sind aber halt auch ganz regulatorische Bedingungen. Also so doof es klingt, an vielen Stellen ist ja das größte Hemmnis bei der Umsetzung von einem KI-Projekt der Betriebsrat. Also sobald irgendwo Mitarbeiterdaten mit erfasst werden, stellen sie sich gerne quer. Wobei es ja auch hier darum geht, wir wollen
die Mitarbeiter helfen, wir wollen sie nicht ersetzen, weil das schafft man eigentlich gar nicht. Also das ist auch so ein Punkt, man muss keine Angst vor KI haben, die sollen eigentlich, sollen die Systeme Leuten, Mitarbeitern helfen und sie nicht ersetzen. Und jetzt gehen wir einfach mal so in ein paar praktische Beispiele. Ich hatte halt vorhin auch versprochen, Bier decken wir schon mal ab. Wir haben momentan ein laufendes Forschungsprojekt, das heißt DAPRO. Und da geht es halt um Anwendungen von der KI in der Brauindustrie. Und das ist auch ein sehr, sehr spannendes Themengebiet, da wir hier auch an ganz, ganz vielen Stellen Probleme und Herausforderungen haben. Also es fängt bei den Rohstoffen an, die sind halt nie gleich. Wir wollen aber alle, dass unser Bier jeder Kasten einigermaßen gleich schmeckt. Das heißt, wir müssen die Qualitätskontrolle gewährleisten. Gleichzeitig ist es ein Prozess, das Bierbrauen, das sehr viel Energie braucht. Also gerade die Kühlprozessen, das sind riesige Kältemaschinen, die brauchen sehr, sehr viel Energie und das wollen wir natürlich einsparen. Zum einen ist es ein Kostenfaktor und zum anderen auch hier, naja, je weniger CO2 wir verbrauchen, um das Bier zu produzieren, desto mit einem besseren Gewissen können wir abends unser Feierabendbierchen trinken. Dann haben wir halt eine mechanische Komponente halt in der Abfüllung. Da werden halt tausende Flaschen am Tag abgefüllt. Das sind auch komplexe Prozesse. Wenn es da Störungen im Abfüllverhalten gibt, dann haben wir auch Probleme in der Lieferkette. Dann natürlich auch, okay, wie lange braucht mein Bier eigentlich, bis es gut ist? Also wie lange brauchen die Lagerprozesse? Wie lange muss ich filtrieren? Natürlich kürzer ich da das Bier warten lasse und es reifen lasse, desto schneller kann ich abfüllen. Andererseits steigert es halt die Qualität. Und hier sind teilweise wirklich auch vieles über Erfahrungswissen. Teilweise weiß man es aber halt auch einfach nicht so genau. Und dann muss der Braumeister halt wirklich noch heutzutage in den Kessel gucken, schauen, wie ist der Stand und dann entscheiden, naja, mache ich es nicht oder nicht. Wechsle ich einen Filter vielleicht schon aus oder auch nicht. Dann natürlich auch ganz klar, es ist ein sehr mobiles Gewerbe. Wir haben Lieferzeiten, Lieferketten, wann wird geliefert, wann wird abgeholt. Also die ganze Supply Chain dahinter ist sehr, sehr komplex. Und dass das hier Sachen vorhersagen zu können, sind natürlich auch durchaus relevant für ein Unternehmen aus unternehmerischer Sicht. Und natürlich ganz klar, wir haben Maschinen an verschiedensten Stellen, relativ hoch automatisierte Prozesse. Das heißt, wir wollen auch hier die Instandhaltung und die Wartung möglichst optimal und automatisiert gestalten. Und wie läuft das dann hier an solchen Stellen ab? Also hier ist zum Beispiel, okay, wir wollen halt eine relativ generische Plattform, weil zum einen, wir haben sehr, sehr viele in Deutschland gerade sehr viele verschiedene Brauereien. Andererseits sind sie aber halt alle relativ ähnlich. Das heißt, wenn wir die Prozesse generisch gestalten können, ein bisschen industriespezifisch für die Brauerei oder generell für die Lebensmittelindustrie, dann sind wir schon mal hier einen guten Schritt weiter. Und wir müssen halt verschiedene Bereiche abdecken. Wir müssen halt die Eingangsdaten, die Zutaten analysieren. Wir müssen Verständnis haben für die Prozesse. Also wirklich halt da auch wieder das Domänenwissen abbilden. Was passiert da? Was bedeuten die Kennzahlen? Wie erstelle ich daraus ein gutes Prognosemodell? Und dann das halt auch anwenden. Und hier ein bisschen die Zielsetzung. Ich will jetzt auf die Details gar nicht so eingehen, aber von uns die Idee ist, gerade halt für so einen kleineren Teilbereich können wir dann halt einen Lösungsbaukasten anbieten. Das heißt, wir können abbilden, so und so müssen die Eingangsdaten aussehen. Wir erstellen da jetzt auch gerade halt ein einfaches Tool, mit so einem Datenschemata abzubilden. Und dann heißt es, okay, ich habe in meinem Brauprozess, muss ich zum Beispiel für den Use Case, um meine Kühlsysteme zu warten, brauche ich Sensordaten, die Temperatur erfassen. Und die heißen natürlich aber in jedem System anders. Die können aus dem SAP-System kommen, die können aus dem OPCOR-Controller kommen. Das sind alles Teile, die wir dann einlesen können, aber sie heißen unterschiedlich. Und wenn wir hier zum Beispiel so ein Schema-Matching anbieten können, zu sagen, ich brauche etwas, das ist Kälte, das müsste in diesen Wertebereichen sein, kann dann halt ein Domänenexperte, der halt seine eigene Lösung kennt, angeben, gut, das hier ist mein Kältesensor, das ist mein Temperatursensor für diese Stelle. Dann können wir damit auch direkt Qualitätscheck anbieten. Sind die Daten so in Ordnung? Habe ich hier irgendwelche Auffälligkeiten? Funktioniert der Sensor vielleicht nicht richtig? Müssen wir nur nach einem anderen Sensor gucken? Und darüber können wir dann halt sehr einfach so eine Lösung erstellen. Oder die Zielsetzung ist dann so sehr einfach mit so einem Lösungsbaukasten für ein bestimmtes Problem konkret eine Lösung zu finden. Zweiter Punkt, den wir jetzt auch angesprochen hatten, dann decken wir jetzt auch den zweiten Punkt aus Dortmund ab. Wir hatten ein sehr spannendes Forschungsprojekt in der Stahlproduktion.
Und hier haben wir halt auch sehr viele Herausforderungen. Also wir hatten uns da mit Hochöfen beschäftigt und halt am Ende die Stahlqualität vorherzusagen nach verschiedenen Walzprozessen. Und hier ein ganz großes Problem ist, es ist ein sehr vielseitiges Produkt. Also wir hatten wirklich die Daten angefangen nach dem Guss. Und was im Hofofen kommt, haben wir sogenannte Wammen, das sind die Stahlblöcke, das sind das Ausgangsmaterial, das sind relativ dicke Blöcke von etwa 10 Meter Länge. Und durch die verschiedenen Schritte nochmal nachheizen, vorwalzen, nochmal kaltwalzen, entstehen daraus am Ende Rollen, also Stahlblechrollen von bis zu 2 Kilometer Länge. Andererseits haben wir aber im Prozessverständnis gelernt, dass schon Verunreinigungen aus dem Hochofen am Anfang Fehler in der Oberfläche am Ende mit sich bringen können. Und hier hat man dann wirklich das Problem der Datenzuordnung. Wie finde ich, wenn ich am Ende eine Qualitätskontrolle mache und sehe, okay, bei meiner Stahlrolle bei Meter 1200 ist ein Defekt, welcher Zeitpunkt war denn das vorher? Dann zu sehen, okay, wo ist denn vielleicht der Fehler passiert? War die Walze ist an einer bestimmten Stelle die Walze zu schnell gerollt oder hatte einen zu hohen Anpressdruck? Oder war es schon beim Gießen, also war es schon der ursprüngliche Blockdefekt? Und diese Zuordnung war halt sehr, sehr schwierig. Und da haben wir halt tatsächlich auch geschafft, halt ein relativ komplexes Datenmodell zu erstellen, das halt diese gesamten verschiedenen Daten zusammenfasst. Um dann halt dem User eine Möglichkeit zu geben, dem Anwender nachzuvollziehen, wo die einzelnen Sensormesswerte zusammengekommen sind. Und am Ende damit dann halt die Qualitätsvorhersage zu erleichtern. Und das ist natürlich ein enormer Einsparpotenzial. Also wenn man dann halt überlegt, okay, wie viel Energie, wie viel Aufwand ist das Material braucht. Und wenn man sich dann halt die ganzen Schritte dazwischen sparen kann, sondern schon von Anfang an sagen kann, okay, dieser Stahl wird einen Defekt haben, der ist vielleicht auch nur noch für eine gewisse Qualitätsstufe in Ordnung, dann hilft uns das halt schon enorm. Wir müssen halt nicht die ganzen Verarbeitungsschritte durchführen. Zumal, hier sieht auf diesem Bild sieht das natürlich so sehr schön aus, wir haben halt so eine Prozessstraße. In der Realität bei dem Stahlanwender, großer Stahlanwender aus Frankreich, waren teilweise die einzelnen Schritte auch noch einzelne verschiedene Werke. Das heißt, der Stahl wurde in einem Werk gegossen, dann mit der Eisenbahn zu einem Walzwerk gebracht und dann zu einem dritten Werk gebracht, wo dann die Endveredelung stattgefunden hat. Und man kann sich vorstellen, die Zwischenschritte, diese Daten silos zusammenzuführen, war halt auch schon ein sehr großes Problem. Doppelt. Ein weiteres Anwendungsbeispiel, was wir dann noch gesehen hatten, war in der chemischen Industrie. Da hatten wir ein Forschungsprojekt, wo es darum ging, halt kritische Situationen vorherzusagen. Und hier hatten wir auch zum Beispiel ein ganz praktisches Problem beim Trainieren und Lernen der Modelle. Bei so chemischen Anlagen sind größere Störfälle, Gott sei Dank, ziemlich selten. Das heißt, hier hatten wir auch ein großes Problem dann damit, passende Problemstellungen zu finden. Und halt auch eine ausreichend große Trainingsmenge zu finden. Also hier auch hatten wir sehr viel Zeit investiert, den Use Case zu verstehen, wo drückt überhaupt der Schuh in den Anlagen, um dann zu finden, naja, wie können wir auf solche Systeme reagieren. Dann hatten wir zum Beispiel das eine Beispiel, hatten einen sehr, sehr schönen Anwendungsfall, wo ein System in kritischen Zustand gelaufen ist. Da haben zwei Sensor hat sich ein Sensorrohr zugesetzt, also ein Durchflussrohr, wo halt eine Messung gemacht wurde. Und letzten Endes wurde dadurch halt die Messgüte mehr und mehr Zeit verzögert, weil der Durchfluss nicht mehr garantiert war. Und der Regelkreis, der die Temperatur geregelt hat, hat sich dann angefangen aufzuschwingen. Das heißt, er hat halt angefangen, veraltete Messungen zu bekommen. Das Ganze hat sich hochgeschaukelt und irgendwann ist die ganze Anlage halt in so einen Schwingkreis geraten und musste runtergefahren werden. Ein sehr, sehr schöner Use Case. Hatten wir sehr viel Spaß und auch sehr schöne Ergebnisse, das zu analysieren. Und am Ende des Tages haben wir dann gefragt, ja, könnt ihr das denn jetzt eigentlich so benutzen? Und die Antwort war, nö, wir haben ja den Fehler erkannt. Das heißt, wir haben hier ein dickeres Rohr eingesetzt, das kann sich nicht mehr zusetzen, das kann so nie wieder passieren. War dann halt, also ist natürlich schön für den Anlagenbetreiber. Aus KI-Sicht ist das natürlich halt nicht so pragmatisch.
Und hier hat man halt irgendwie auch dann halt eigentlich eine ziemlich große Herausforderung, diese verschiedenen Systemlandschaften zu integrieren und daraus halt dann ein Warnsystem für den Anlagenbetreiber erstellen zu können, weil wir hatten hier halt die Daten aus dem Engineering, das heißt teilweise tatsächlich Angaben, wie sind die Anlagen gesteuert, Labormesswerte und so weiter. Und das Ganze in eine große Plattform zu gießen, einen großen Analysepool zu packen, um dann halt Assistenzsysteme erstellen zu können. Das war eigentlich hier eigentlich die größte Herausforderung. Ich glaube, das ist jetzt das letzte Beispiel, was wir hatten, war eine Montageprognose. Und das zeigt eigentlich mal, dass man manchmal ein bisschen out of the box denken muss. Also hier war die Herausforderung bei dem Hersteller von Weißwaren. Verschiedene Montagepläne für neue Produkte. Ich glaube, im konkreten Fall ging es um Waschmaschinen. Es werden Montagepläne erstellt. Da sieht man hier die CAD-Modelle und dann Anleitungen, wie werden die Produkte zusammengebaut. Und da ging es halt um die Frage, okay, wie lange braucht man das für das Zusammensetzen? Wie lange braucht dann halt das die Kollegen und Kolleginnen am Band, um die Maschinen zusammenzusetzen? Weil das natürlich auch Kostenfaktoren sind. Und hier das Interessante war, das Projekt ist auch schon ein paar Jahre her. Wie können wir das umsetzen? Natürlich konnten wir halt nicht komplette CAD-Daten auslesen, die ganzen Montagepläne, die Beschreibungen waren auch sehr komplex, aber man konnte es herunterbrechen. Also man konnte einfach aus den Bauteilbeschreibungen ein einfaches Clustering erstellen, was sind ähnliche Komponenten, wie lange brauchten ähnliche Anlagen, ähnliche Strukturen und konnte darüber halt ein sehr einfaches lineares Vorhersagemodell erstellen, dass dann sehr gut also mit einer sehr hohen Genauigkeit die Dauer vorhersagen konnte, wie lange so ein Modell, also so ein neuer Bauplan braucht, um fertig montiert zu werden. Und das zeigt eigentlich auch wieder so ein bisschen halt dann den Wechsel zwischen Ingenieur und Designer, der halt diesen Prozessplan erstellt, dem Planer, der halt daraus einen Montageplan erstellt und dann halt am Ende der Mitarbeiter, der das Ganze am Band zusammen montiert. Und hier hat man dann halt wirklich diese Möglichkeit aus diesen verschiedenen Datenquellen. Man muss dann halt auch da die Silos überbrücken zwischen was steht im Montageplan, was sagt, ist im Design vorhergesehen, um das Ganze zusammenzusetzen. Wie gesagt, das ist halt ein ganz schönes Beispiel. Man muss nicht auch immer die ganz großen Lösungen bringen, sondern eigentlich manchmal reichen auch sehr einfache Lösungen für den ersten Ansatz. Man muss halt nur wissen, wie man mit den Daten umgeht. Und hier dann auch am Ende natürlich die Umsetzung. Also wie bringe ich das in mein System? Wie kann ich das effektiv nutzen? Letzte Beispiel. Das ist auch ein aktuell laufendes Forschungsprojekt, nicht ein ganz so starker Industriebezug, aber die Frage, wie können wir andere Datenquellen anbinden und also andere Sichtweisen auf Datenflüsse. Und hier geht es um Streaming-Prozesse und wie können wir halt hier, also Datenströme, sehr große Datenmengen, wie können wir die auch in einen Prozess bringen, in ein System bringen, das genauso einfach zu bedienen ist wie manche KI-Lösungen und Data Science-Lösungen, weil das ist halt auch an vielen Stellen noch ein ganz klassisches Software-Engineering-System. Da werden sehr große, komplexe Programme geschrieben, die aber noch nicht so richtig einfach zu verarbeiten sind. Und hier ein Beispiel, ein bisschen abseits von der Industrie, arbeiten wir mit Marine Traffic zusammen. Das ist ein Anbieter, der halt weltweit Schiffsbewegungen überwacht. Das heißt tatsächlich, jedes größere Schiff, was auf den Weltmeeren unterwegs ist, hat einen Tracker, mit dem es halt seine Position angeben kann. Und das muss halt analysiert werden. Also zum einen geht es halt darum, um Gefahrensituationen festzustellen. Also wenn Schiffe von ihren Routen abweichen und kann sich vorstellen, so ein großer Tanker, der macht nicht mal eben eine Vollbremsung, wenn ein Hindernis vor ihm auftaucht. Das heißt, hier muss man aufpassen. Und zum anderen geht es auch hier ganz klar um die Erkennung und entsprechend Abwehr von illegalen Aktivitäten. Sei es eventuell Piraterie ist ein ganz großes Problem auf den Weltmeeren, aber halt auch Umweltverschmutzung. Also das heißt Schiffe, die von ihrer Route abweichen, um ihre Öltanks zu reinigen zum Beispiel oder irgendwelche anderen Schadstoffe zu entsorgen. Und hier die Idee ist, dass wir halt auch RapidMiner als zentrale Plattform benutzen, um halt diesen visuellen Workflow-Designer-Gedanken umzusetzen.
gleichzeitig aber auch die Möglichkeit bieten, auf komplexeren Streaming-Plattformen wie Spark oder Flink arbeiten zu können und diesen gleichen einfachen Gedanken, wie erzeuge ich einen Data Science-Prozess, auch für einen Streaming-Prozess umsetzen zu können. Die Komponenten dahinter sind relativ komplex. Also man sieht hier, wir haben halt ein User-Interface, was verschiedene Komponenten anbindet, verschiedene Connections, um sich mit den verschiedenen Systemen zu verbinden. Das Ganze auch über einen grafischen Editor. Das Ganze deckt sich dann natürlich ab mit verschiedenen Komponenten, die das Ganze optimieren. Und ganz am Ende soll das Ganze natürlich halt auch auf verschiedenen Clustern laufen, um entsprechend skalierbar zu sein, auch für die großen Datenmengen. Und sehr spannendes Beispiel, wir arbeiten hier mit dem Barcelona Supercomputing Center zusammen, mit Mare Nostrum. Das ist einer der führenden Supercomputer, war eine ganze Weile auch relativ weit oben in der Top 500 der Supercomputer. Und auch sehr spannend, wie da manchmal alt und neu zusammengreifen, denn dieses ganze Rechenzentrum ist in einer alten Kapelle auf dem Campusgelände aufgebaut. Dann stehen die Rechner in Glaskästen in dieser alten Kapelle und hat eine Atmosphäre, die ein bisschen an so ein James-Bond-Szenario eigentlich erinnert, weil man in diesem alten Bauwerk halt dann ein Supercomputer-Center hat. Und hier dann, wie gesagt, die Anforderung, wie können wir auf solchen großen Systemen arbeiten, aber gleichzeitig halt die Flexibilität und die Einfachkeit von grafischen Komponenten und Workflow-Designers umsetzen. Ja, und genau daran arbeiten wir und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also wir haben für Rapid Miner halt so einen Streaming-Nest-Operator definiert, der erzeugt den Kontext für so einen Streaming-Prozess. Da drin kann man dann so einen Workflow definieren, das heißt, man gibt seine Quellen an, wo Daten herkommen, in diesem Fall über ein Kafka-Message-System, was halt sehr schnell und auch sehr gut skalierbar neue Datenströme verarbeiten kann. Darauf kann man dann seine Komponenten, seine Operationen definieren, also zum Beispiel halt einfach einen Filter, Datenströme zusammenführen, Analysen. Arbeiten gerade daran, dass wir halt auch auf diesem Datenstrom beliebige Rapid Miner Modelle anwenden kann. Das heißt, man kann im Datenstrom ein vortrainiertes Machine Learning Modell anwenden und dann die Ergebnisse wieder in einen anderen über eine Sync, über also eine Ausgabequelle weiterschreiben zu können. Und das Ganze wird dann von diesem Prozess in einen Graph übersetzt, der halt diesen Streaming-Prozess abbildet und der wird dann am Ende erst in die spezifichen Anforderungen für die einzelnen Cluster-Systeme übersetzt. Und das hat halt den ganz großen Vorteil, dass man als Anwender, man muss kein Spark schreiben, man muss keinen Spark-Code schreiben können, man muss kein Flink-Experte sein, sondern man kann diesen Prozess ganz allgemein definieren. Und halt auch, ja, auch komplett unabhängig. Das heißt, ich kann dann zum Beispiel auf meinem Testsystem, wenn ich bei mir einen eigenen kleinen Spark-Cluster laufen habe, kann ich es darauf eben testen. Und dann nur, ich muss nur die Connection, also meine Zieladresse quasi ändern und kann danach diesen gleichen Prozess halt auf dem Flink-Produktionscluster laufen lassen. Das ist eigentlich schon sehr große Flexibilität und sehr viel Freiraum, die halt das Ganze sehr beschleunigt. Das waren jetzt sehr viele verschiedene Beispiele aus der Industrie und versucht das Ganze mal ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben schon sehr viel auch in den vorherigen Vorträgen gehört, was Herausforderungen sind, was Gefahren teilweise auch sind von KI und Einsatz von Umsatz von KI. Und naja, also gerade in der Industrie kann man es eigentlich auf ein paar relativ einfache Punkte runterbrechen. Also zum einen sehen wir halt, wir haben hier noch ein sehr, sehr viel ungenutzte und sehr große Potenziale, die wir eigentlich noch nutzen können. Und da haben wir eigentlich auch verschiedenste Motivationen. Ich glaube, die sind alle redlich und alle interessant. Also zum einen wollen wir natürlich Kosten sparen, also vor allem die Unternehmen wollen Kosten sparen. Es gibt halt einen enormen Kostendruck, gerade auch für die Industrie in Deutschland. Wir wollen die Produktion effizienter gestalten. Und eigentlich die Zielsetzung dahinter ist natürlich auch, naja, wir wollen eigentlich damit effektiv Energie und auch CO2 einsparen. Also wenn mein Prozess effektiver läuft, habe ich dann an sehr vielen Stellen ein sehr großes und sehr enormes Potenzial, hier meine Prozesse zu optimieren und halt eigentlich zum was Gutem zu verändern. Und
so viel wir unsere eigenen Lebensweisen auch ändern, gerade halt Industrie, Schwerindustrie ist mit halt einer der Energie- und hungrigsten Branchen und damit halt verbunden halt auch einer der größten Produzenten von CO2. Wir sehen aber auch noch sehr viele Herausforderungen, dass es halt nicht einfach so geht. Wir haben halt auch noch nicht die Out-of-the-Box-Lösung. Sie installieren RapidMiner oder fahren einen Docker-Container hoch, analysiert die Daten und fertig. Da sind wir halt noch weit davon entfernt und ich glaube, komplett werden wir da auch nie hinkommen. Da bin ich ganz dabei bei meinen Vorrednern. Aber was wir sehen halt als wichtigsten Schritt eigentlich ist, man muss das Ganze einfacher gestalten. Das heißt, man muss in der Lage sein, oder wir müssen in der Lage sein, diese Komplexität zu bündeln, zu vereinfachen und halt möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Weil nur dann schaffen wir es, halt den positiven Nutzen von KI und die positiven Möglichkeiten, die wir hier sehen, halt auch in die Unternehmen zu bringen und da halt das Ganze umzusetzen. Da ist noch eine Menge Forschung notwendig. Ich glaube, IoT Ecosphere ist ein sehr schönes Beispiel, wie wir halt aus verschiedenen Aspekten, verschiedenen Sichtweisen uns nähern können an dieses Problem, um damit dann hoffentlich auch eine gemeinsame und gute Lösung zu finden, wie wir das vereinfachen können. Und wie gesagt, wir von RapidMiner, wir haben halt unseren eigenen Ansatz, versuchen da aber auch offen zu sein, wir haben ja die offenen Schnittstellen, weil das ist halt auch nur ein Puzzleteil. Und wir müssen, wenn wir es sinnvoll einsetzen wollen und umsetzen wollen, müssen wir hier zusammenarbeiten und offene und gemeinsame Schnittstellen lösen, weil ich glaube, die Zeiten von so großen monotheistischen Blöcken, wo es eine Lösung gibt, die sind halt vorbei und es gibt auch nicht mehr den einzelnen Experten als Guru, der halt hier eine Lösung anbieten kann, sondern es ist ein Teamsport, wir müssen alle Teile davon zusammenbringen und gerade in der Industrie sind das halt sehr viele unterschiedliche Domänen und Rollen, die hier zusammenarbeiten. Ja, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, wir haben jetzt auch noch ein bisschen Zeit für Fragen. Dann erstmal herzlichen Dank nach Dortmund. Wir haben nicht übermäßig viel Zeit, aber wir haben, wie du schon selber gesagt hast, ein oder zwei Fragen kriegen wir unter. Ich habe im Chat jetzt keine gesehen. Frag mal in die Runde. Das war jetzt viel Industrie, viel Beispiele. Und viele Dinge, die passieren, Fragen dazu aus Ihrer Sicht. Ich glaube, die warten schon alle auf die Mittagspause. Claudia. Gut, die Frage war, wo ihr die größten Probleme fürs Deployment seht. Also ich denke, zum einen ist das Deployment ganz ein Problem, die Motivation ist zu deployen. Also wir haben es ganz oft gesehen, auch bei Proof of Concepts. Ja, wir bauen schöne Lösungen und dann scheitert es an Rivalitäten innerhalb der Firma, an einem Willen, es umzusetzen. Na, ich möchte, ihr habt ein schönes Beispiel, das ist super, aber an meine Datentöpfe lasse ich niemanden. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Das ist mehr ein People-Problem als ein technisches Problem. Und ich glaube, da muss man ein bisschen, also halt an der Kultur, dass man diesen Lösungen vertraut. Ich glaube, das ist eigentlich fast die größte Problematik. Weil ansonsten gibt es sehr viele gute Lösungen, also über Cloud, über Anbindung, über Retrofitting. Und das eigentliche Deployment ist meiner Meinung nach nicht das ganz große Problem, sondern eher halt der Wille, es zu tun. Gut. Dann sagen wir vielen Dank. Mir sind schon noch ein paar Fragen gekommen, aber da reden wir noch mal in Ruhe drüber. Gerne. Dann jetzt kurz ein paar Worte zur Mittagspause. Wir sind ja ein bisschen im Zeitverzug. Wir haben ja am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Wir machen jetzt Mittagspause bis 14.15 Uhr. Das heißt aber nicht, dass wir Sie komplett vom Haken lassen, denn wir haben viel über drei Projekte gesprochen, nämlich HiSamLab, IIP Ecosphere und über ein Projekt, das eigentlich noch gar nicht aufgeschieden ist, nämlich den KI-Trainer. Und wir haben uns überlegt, für die drei Projekte drei Repräsentanten einzuladen, die Ihnen diese Projekte in der Pause etwas näher bringen können. Nicht in der ersten Hälfte, Sie sollen durchaus was essen können. Aber in der zweiten Hälfte, und unsere Technik hat versprochen, die begleitet dann für diejenigen, die
draußen sitzen am Internet mit der Kamera den Rundgang durch diese drei Projekte. Und das heißt, Sie können im Prinzip, während Sie vielleicht noch den Salat essen, im Prinzip bei diesem Rundgang mit dabei sein. Wir schließen Sie nicht aus. Wir sehen uns aber dann mit den nächsten zwei Vorträgen um 14.15 Uhr wieder sehen oder hören. Und bis dahin gute Mittagspause.